Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Mal wieder ein Reim. Diesmal soll es um die Zahnformeln gehen. Ja, in meinen Augen höre ich immer oder kriege ich auch immer wieder mit, ein weiteres Schreckgespenst bei den Jagdschülern. Mal unabhängig davon, dass der Reim, wie ich finde, ganz gut ist, auch darin findet ihr eine technische Systematik. Und dazu komme ich aber dann ganz zum Schluss. Bitte verzeiht mir, der Abschluss dieses Reims haut nicht völlig hin, aber warum ich das so gemacht habe, besprechen wir dann im Anschluss nochmal, wie gesagt. Gut, gehen wir direkt mal in diesen Reim rein. Füchs und Hund sind geblieben, oben 6 und unten 7. Die Marder und die Decks haben oben 5 und unten 6. Der Iltis und das Wieseltier, oben 4 und unten 5. Also wie gesagt, oben 4 und unten 5, das reimt sich nicht wirklich. Aber schauen wir uns doch einmal diese Zeilen an. So merken wir, Füchs und Hund, also der Fuchs und der Hund, sind natürlich größer als der Marder und der Dachs. Und die wiederum sind größer als der Iltis und die Wieseltiere. Und wenn wir uns dann weiter die Zahlen ansehen, dann haben wir immer von oben nach unten das Ganze besprochen. Und auch hier sehen wir, geht es immer von der kleineren zur größeren, von 6 zu 7, von 5 zu 6 und von 4 zu 5. Und wenn man das Ganze so in der Reihenfolge von der Größe der Tiere mal abhängig macht, dann sind oben, geht das mit der 6 los, geht weiter mit der 5 und endet mit der 4. Und unten sind dementsprechend, geht es los mit der 7, dann geht es weiter mit der 6 und der 5. Gut, ich glaube, es wird jedem bewusst, worauf ich hinaus will. Ja, und natürlich sind da noch mehrere Zähne im Kiefer zu finden. Die sind dann allerdings bei allen gleich, also sprich die Schneide- und die Fangzähne. Ja, und wie gesagt, auch dazu wird es noch weitere Videos geben. Wie gesagt, braucht ihr euch gar keine Sorgen machen und gar keine Angst bekommen. Genauso wie beim Schalenwild auch, wenn wir ganz systematisch uns eine Zahnformel als Schlüsselformel raussuchen. Aber wie ich finde, hier eine schöne Kombination zwischen Reim und ein bisschen Technik, wieder Zahlenkombinationen und ein bisschen logischem Verständnis. Ich hoffe, das hat euch auch wieder ein bisschen weitergebracht. In diesem Sinne verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Horridon, Waldmanzei, euer Timo.